Hallihallo und herzlich willkommen in der Beer Factory, meine lieben Freunde. Heute geht's mal wieder ab. Wir werden ein Angespielt machen. Und zwar möchte ich heute herausfinden, wie man Bier herstellt. Also zumindest hoffe ich, dass wir das herausfinden werden. Es ist eine Management-Simulation und der Entwickler ist Akel oder AKEL. Das Spiel kam am 13. März diesen Jahres raus und ich spiele heute den Prolog. So, let's go! Oh Gott, was? Accountant? Mit dem Budget, das wir hatten, konnten wir diese alte Factory kaufen. Bevor wir damit beginnen, müssen wir die Elektrizität wieder auf die Factory reinigen und ein paar Renovationen machen. Ah, okay. Der vorherige Besitzer hat eine Maschine in der verdammten Teil der Factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted, but it may be just a rumor. Okay, da scheinen irgendwelche Leute drin zu sein, oder was? So, auf jeden Fall haben wir eine alte Fabrik gekauft und die müssen wir erstmal wieder funktionstüchtig machen. Also wir müssen Strom einschalten, wir müssen die reinigen und renovieren. Und wir müssen irgendwie Maschinen wiederherstellen, dass die funktionieren. Und ja, hier steht irgendwas davon, dass die Fabrik mal besetzt war. Ich bin sehr gespannt. Gut. Gut, gut, gut. So, links alt. Links alt. Zeigt uns denn an, wenn wir irgendwo was zum Interagieren haben. Okay. Das ist aber jetzt nur die Sonne, die hier reinkommt, ne? Ich muss das gedrückt halten, dann kann ich es sehen. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Fabrikschranke öffnen, damit wir da reinkommen. Können wir nicht auch rüberspringen? Nein, können wir nicht. Aber erstmal ein bisschen umgucken. Ne? Also sieht erstmal sehr cool aus. Ich kann hier übrigens nicht drüber laufen. Hier ist schon eine Blockade. Hier kann ich aber langlaufen. Was ich wahrscheinlich nicht soll. So, also gehen wir mal direkt hier rein. Und machen die Schranke auf. Mit F. Und dem Schlüssel, den wir offensichtlich haben. So. Hier ist eine Tür. Und hier ist ein kleiner Gabelstapler. Achso, by the way, wenn ihr Ideen habt für ein Angespielt für diesen Kanal, ein Games, die ich mal antesten soll oder so, immer her damit. Ja, ich freue mich immer riesig, wenn ihr Vorschläge habt. Hinterlasst mir die gerne. Auf meinem Discord. Also kein Problem, da könnt ihr mich auch per PN anschreiben oder einfach in einen dieser zahlreichen Grüppchen, die da sind. Schreibt es mir einfach rein, da freue ich mich riesig drüber. So, hier. Bürotür. Sollen wir da erstmal reingehen? Okay, macht ihr einen Kaffee, ermöglicht das Sprinten. Okay, dann machen wir uns erstmal einen Kaffee. Ja, das ist auf jeden Fall eine nice Idee. Ah, ich sehe schon. Das muss ich hier alles, damit muss ich interagieren. Erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, gehen wir erstmal zur Kaffeemaschine. Wir sind echt mega müde. Und ich krieg auch, mir wird direkt Geld abgezogen. Was zum Teufel? Was soll das denn? So, mach mal hin, ne? So, ich trinke den Kaffee. Schmackofatz. Und dann sind wir wahrscheinlich erstmal direkt viel, viel fitter. Jetzt kann ich sprinten, sagst du? Oh ja, nice. Okay. Sicherungskasten ist hier. Da soll ich jetzt mal reingucken. Da habe ich jetzt reingeguckt. Ja. Danke. Finde die Sicherung und nimm sie. Ja, okay. Hier raus. Hier ist aber... Nee, na, wahrscheinlich muss ich die hier irgendwo finden. Achso, es wird mir ja auch angezeigt. Alles klar. Dann nehme ich die mal mit, ne? Dann nehme ich die mal mit, die Sicherung. Und pack die hier mal rein. Ah, okay, so geht das. Oh, oh. Jage den Penner weg, indem du Gegenstände auf ihn wirfst. Oh. Hab ihn fast. Hä? Warte. Hau ab. Ich sammle.
Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Tuning-Teil erhalten, Propan. Okay. Ja, nice. Okay. Yeah, yeah. Ja, gehst du bitte. Verschwinde. Raus hier aus meinem Laden. Meine Bierfabrik. So, wo bringe ich das jetzt hin hier? So, finde die erste Gabel. Was für eine Gabel? Hä? Oder meint er den Gabelstapler? Oder was? Gabel? Hast du die Gabel? Achso, doch, tatsächlich Gabel vom Gabelstapler. Okay, okay. Ja, gebe ich dir, bitte. So. Finde die zweite Gabel. Die ist wahrscheinlich drinne. Wie gut, dass mir das angezeigt wird. Sonst wären wir... Ist ja wie Ostern hier. Da ist noch eine. Okay. Okay, es macht Spaß. Finde ich jetzt... Da ist sie. Ganz witzig. So, let's go. Perfekt. Öffnen Sie die Haupttüren der Fabrik. Wie denn? Wie mache ich das? Wahrscheinlich von drinnen. Hier. Ja, mit meinem coolen Schlüssel. Ah, beautiful. Okay, sehr, sehr gut. Nimm den Müll und wirf ihn in die Tonne. Welche Tonne? Da, Tonne. Ich hatte hier schon einiges an Müll. Kann ich vielleicht die Tonne herholen? Okay. So, noch mehr? Oh, Käppi. Aufräumen. Oh, ich sammle noch mal ein bisschen. Du hast ein neues Tuning-Teil erhalten, Neon. Und, ja. Okay, okay, okay. Kaufe einen Besen im Werkzeugshop. Ich gehe mal an den Rechner. So, was haben wir denn hier? Ah ja, ich sehe. Alles klar. Hier sind Upgrades. Ich kaufe mir jetzt erstmal einen Besen. Mmh, dieser Besen ist einfach der schönste Wischmopp-Besen, den ich je gesehen habe. Oh, wo ist er denn? Hier. So. Reinige den Fabrikboden. Machen wir. Ein furchtbar schmutziger Fabrikboden. Ja, geht nicht. Geht nicht. Ach, hier muss ich. Ah, ich kann nur bestimmte Sachen damit reinigen. Verstehe. Okay. Ja, verstehe. Vielleicht müssen wir diese Sachen hier noch wegräumen. Kaufe den Werkzeugtisch. So, wir holen den Werkzeugtisch. Oh, auch das, der schönste Werkzeugtisch. Guck ihn dir an. Einfach nochmal von allen Seiten beleuchten. So, benutze deinen Werkzeugkasten und schraube alle Schrauben fest. Welche Schrauben? Hier? Ah. Oha. So, haben wir. Finde die erste Stütze für dein Lagerregal. Hier. Oder? Nehme ich. Und dann setze ich das hier mal hin. So. Lagerregal. Dann hier. Oh, das wird gut, Leute. Das wird richtig gut. Wir machen hier schönes Bier, machen wir hier. So. Dann brauchen wir wahrscheinlich den Einlegeboden hier noch. So. Aber unten muss ja auch noch irgendwas hin, ne? Oder? Ich renne die ganze Zeit rum und räum die Sachen weg. Und die ganze Zeit steht dieses Regal hier, um hier eingebaut zu werden. Also jetzt mal ehrlich, ne? Hallo? Neue Fabrikerweiterung wäre verfügbar. Mhm, aha. Aber ich habe wenigstens alles weggeräumt. Das ist ja auch nicht schlecht.
money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Ja, okay. Wir müssen irgendwie die Trennwand wegmachen. Kaufe eine neue Erweiterung für deine Fabrik. So, das kaufe ich. Wo? Getreideschrotmühle. Veredelt alle Arten von Getreide. Für 7500. Okay, ich bin pleite. Oha. Oh mein Gott. Neue Rubrik im Hilfemenü verfügbar. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was jetzt? Vertrag über den Computer annehmen. Bierdistributor LLC Untervergabe. Veredeln 18 Säcke mit Rohmalzkorn. Reward Money. So viel Geld kriegen wir, wenn wir das machen. Ich akzeptiere. Dieser Vertrag ist jetzt unser Vertrag. Bestelle eine Palette Rohmalzsäcke. Eine Palette Rohmalzsäcke. Dann würde ich jetzt einfach mal Rohmalzgetreide bestellen. Was wahrscheinlich ein Fehler war. Aber vielleicht ist eine Palette genau 24. Ich bestelle mal, ja. Öffne die Hintertür des LKWs und entlade ihn. Oh Gott, das muss ich jetzt aber machen mit dem... Was? Ach, den. Wer ist er denn hier? Was ist denn das hier für eine Karre? So. Ich glaube, wir müssen jetzt mit dem Gabelstapler vorfahren. Ja, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Das sieht doch schon mal gut aus. 24 Stück. Ich komme. Ich habe keine Ahnung, wie die Scheiße funktioniert. Ich weiß, ich bin tatsächlich in meinem Real Life, in meinem Leben, mal Gabelstapler gefahren. Das wird keiner glauben. So, Motor an. So, Horn. Horn geht nicht. Oh, warte, wie kann ich denn... So, Frage ist jetzt, wie kann ich denn die Gabel jetzt hoch und runter machen? Fragezeichen. Nein, nein, ich bin scheiße im Fahren, ihr wisst das alle. Und wenn ihr es nicht wisst, wisst es jetzt. So, Moment, Palette auf Gabeln verriegeln, Endringe Verankerung umschalten, Gabel anheben mit E. Moment, schalte Kamera um. Nein, warte. Nein, warte. Gleich. Ja, das sieht gut aus. Ja, passt. Oh Gott. Ja, zweimal grün. So, okay, warte, umschalten. Was? So, ne? Dann heben wir an. Oh nein, ich habe was falsch gemacht. Kann ich das wieder runter machen? Gabel anheben, nach unten bewegen mit Q. Ich habe mich selber angehoben. Danke. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Wir fahren das jetzt irgendwo hin.
Ich muss das entriegeln. Ah, mit R kann man abriegeln und so. Okay, schalte deine neue Getreideschrotmaschine ein. Ja, warte. Wo muss ich denn hin? So, ich fahre das mal hier rein. Motor aus. Weißt du hier? Space. Und verlassen. Okay. Gut. Achso, ich hätte es auch noch runternehmen können, ne? Keine Ahnung. Schalte deine neue Getreideschrotmaschine ein. Ist übrigens Müll. Dreckig. Fill Dirtiness. Nimm den Sack mit den Ressourcen von der Palette. Ja. Leg den Sack auf dem Förderband ab. Hier? Okay. Ich glaube, das war falsch, oder? Reinige den Schmutz unter der Getreideschrotmühle. Ach, hier. Ja, okay. Ich hau mal weg, ne? Wir müssen noch mal einen Kaffee trinken, eben fix. Ich lasse die Säcke jetzt mal kurz stehen. Hier werden wir ein bisschen reinigen. Bisschen, so. Reinige einen Sack Malz. Tipps findest du in der Rubrik Getreideschrotmühle im Hilfemenü. Was? Ich soll einen Sack Malz... Was? Oh, ich hab hier... Da ist er. Den hole ich mir. Den hole ich mir! Arschsau. Weg ist er! Nee, ist er nicht. Der ist einfach da hinten hingespawnt. Ich glaube, es hat... Was ist denn mit dem? Ist der jetzt hier drinne? Oh nein! Du Arschmade! Okay. Hab dich! Sammeln Grundstruktur. Hau ab! Hau ab hier! So, was soll ich jetzt machen? Reinige einen Sack Malz. Wie soll ich das jetzt verstehen? Warte mal. Exportieren Sie Ihre erste Produktion. Dazu legen Sie Ihre Palette mit den von Ihnen raffinierten Ressourcen in den Kofferraum des Pickups. Okay. So, sind wir ready? Okay. Okay, jetzt macht er das automatisch, hoffe ich, dass er das ordentlich sortiert. Oh, Gott sei Dank. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Es fehlt ein Sack. Ist der vielleicht irgendwo noch drinne? Kann das sein? Oder habe ich hier wieder irgendwas umhergeschmissen? Apropos hier. Kurz was gucken. Ich möchte das reinigen. So, dann versuchen wir jetzt gleich mal das Zeug auf unseren super coolen Wagen zu bekommen. So. Das geht bestimmt easy. Ich fahr mal raus.
So. Gerade fahren. Und jetzt muss ich das irgendwie nach oben machen. So. Ah. Mon Dieu. Nice. Ach, das ging ja easy. Gott sei Dank muss ich das dann nicht selber reinmachen. Okay, wir haben 18 von 18 geschrotetes Malz exportiert. Das ist sehr, sehr cool. Und ich hoffe, mein Konto wird gleich extrem voll, wenn das jetzt wirklich 950.000 Geld sind. Ich brauche schnell einen Kaffee, glaube ich. So, was soll ich machen? Schließe deinen ersten Vertrag ab. Das mache ich. Bestätigen. Erledigt. Sammeln. Ach, das sind nur 915 Dollar. 21 Rufpunkte. Schön. Nächster Vertrag kommt in 30 Sekunden. Mitarbeiter freigeschaltet. Nice. Ich möchte gern Gabelstapler. Derek Johnson. Stell einen neuen Arbeiter am Computer ein. Derek Johnson ist ein begeisterter und entschlossener Mitarbeiter, der sich darauf freut, die Bierproduktion zu erlernen. Ja, von mir natürlich, weil ich Profi bin. Er ist ein schneller Lerner, auf Details bedacht und arbeitet leicht im Team. Um Produktionsziele zu erreichen, er ist auch flexibel und motiviert, hart zu arbeiten, um seine beruflichen Ziele zu erreichen. Top. 7 Dollar die Stunde, 7,5. Rekrutierungskosten 50 Dollar. Level 1 einstellen. So, stell Mitarbeiter ein. Nächster Gehaltscheck in 5 Minuten. Gesamtlohn pro Stunde. Oh mein Gott, das ist arschteuer. Exportiere 50 geschrotete Malzsäcke. Oh Gott, schon wieder? Das heißt, ich muss noch eine Lieferung bestellen. Diggi, ich werde jetzt... Oh, er macht Dinge. Kann ich mit dir sprechen? Reinigungskraft. Wieso denn Reinigungskraft? GC-Arbeiter. Was ist das? Was ist ein GC-Arbeiter? Okay, wir müssen jetzt 50 Säcke von den Dingern klar machen. Wir haben hier hinten noch ein paar. 5, ne? Das heißt, ich muss noch 45 Säcke Malz kaufen. Das ist übel. So viel Geld habe ich, glaube ich, nicht. Na, wir gucken mal. Also, Lieferung. Also 45 Säcke, ne? Das kann ich nicht bezahlen. 1800. So, warte, Vertrag. Veredeln 26 Säcke mit rohem Malzkorn. 26. Akzeptieren. Okay, so, ich komm ran, Diggi. Ich bin gleich da. Kannst jetzt da stehen bleiben. Stopp. Oh ja. Jetzt macht er, Leute. Jetzt macht er. Ach, und da vorne muss auch eine Palette hin, oder was? Mal ganz kurz was gucken. Ich hol mal können wir eine Palette holen einfach so? Wo standen die denn noch? Weiß das gar nicht. Wir hatten irgendwo noch Paletten rumstehen. Draußen auf der Seite, ne? Hier vorne war irgendwo. Aber ich glaube, die kann ich nicht nehmen. Aber vielleicht macht er das automatisch. Der Ombre. Vielleicht macht er das von alleine. Ich pack das mal hier kurz zur Seite. Oh. Oh. Ja, genau. Ich pack das mal zur Seite. Kann ich jetzt den hier nehmen? Nimm deren Palette. Oh mein Gott, das funktioniert. Hä, wie gut. Geschuldete Löhne.
Warte mal, muss ich das, wo muss ich das bezahlen? Ich gehe mal ganz kurz an meinen Computi. Weil der steht da jetzt und macht nichts. Irgendwas machen hier, glaube ich. Arbeiter, Mitarbeiter. Zahlen. Okay. Trinken wir noch einen Kaffee, ne? Oh Gott. $32 habe ich noch. Nice. Brauchen Geld, Leute. Okay. Du, arbeite jetzt. Arbeitest du? Warum stehst du da jetzt nur rum? Boah, kann man noch mehr Arbeitsstationen? Ich habe eh kein Geld. Okay, wir machen hier weiter. So, wir haben jetzt hier 4, 8, 12, 16, 19, 23. Ich brauche noch 3. Okay, mehr ist da nicht drin, ne? Ich brauche noch 2. Achso, 24. Moment. Wir können nur... Hä, das ist ja doof. Okay, warte. Wie kann ich in den übrigens tanken? Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. So, machen wir. Zack. Dann hoch damit. Nee, nach hinten. Oh. Und nach unten. Nee, nach unten. Nach unten. Genau. Perfekt, perfekt. Und jetzt raus hier. Shit. Schön daneben. Nice. Ja, klar. Hm. Ab dich! Hau ab! Reicht jetzt. Verschwinde! Ich glaube, ich würde jetzt erstmal bei der Stelle jetzt pausieren. Wir können jetzt hier noch weitere Verträge annehmen. Und irgendwann kommt ja wahrscheinlich auch eine Bierzapfanlage. Oder keine Ahnung, was da alles noch kommt. Das ist auf jeden Fall sehr aufwendig garantiert, weil man hier bestimmt noch sehr, sehr viel freischalten kann. Ja, feiere ich sehr. Sehr nices Game, Leute. Gefällt mir. Beer Factory, meine Damen und Herren. Das war das Angespielt dazu. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf ein neues Angespielt demnächst auf diesem Kanal. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.